Gemunkelt wurde schon länger über seinen Rücktritt. Jetzt ist er amtlich. Der argentinisch-israelische Dirigent Daniel Barenboim tritt Ende Januar von seiner Funktion als Direktor der Deutschen Staatsoper unter den Linden zurück. Hintergrund seien gesundheitliche Probleme. Der 80-Jährige war zuletzt wiederholt krankgeschrieben. Das Dirigat des Rings gab er wenige Wochen vor der Premiere im September an seinen Kollegen Christian Thielemann ab. Barenboim dirigierte zuletzt das Neujahrskonzert in Berlin. Während seiner langen Laufbahn setzte er sich mit dem West Eastern Divan Orchestra für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern ein.